Ja, hallo. Hier ein kleines Tutorial für eine zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in meinem Dacia Logi. Wie ihr seht, ist hier die Beleuchtung, die original drin ist, ist doch schon ziemlich duster. Aus dem Grund habe ich vor, das Ganze ein bisschen zu erweitern mit einer zusätzlichen LED-Leiste. Folgendes Material braucht ihr dafür. Weil hier einmal ein Stück Anschlusskabel. Und zwar LED-Leiste. Gibt es hier ein paar Cent. Stromdiebe, ein bisschen Werkzeug. Ich befestige es erstmal mit einem guten doppelseitigen Klebeband. So, hier haben wir jetzt die Leiste. Hier vorne werde ich jetzt das Kabel. Werden wir jetzt hier entsprechend anschließen, dass wir eine feste Verbindung haben, ohne dass wir groß was machen müssen. Dann haben wir die andere Seite. Hier können wir dann die Anschlüsse für unsere Stromdiebe machen, dass wir die an der hinteren Leuchte mit anschließen können. So, nehmen wir das Ganze schnell angeschlossen. Das Ganze noch mit einem Kabelbinder fixiert, dass es auch nicht verrutscht. Jetzt haben wir mal eine kleine Nase. Einfach rausdrücken, dann können wir die Lampe rausziehen. Wie ihr hier seht, ist das Ganze auch ganz einfach gesteckt. Passt. Kurz noch ausmessen, wo Plus und Minus ist. Hier passen dann auch mal die Farben. Der rote ist Plus, der weiße ist Minus. Das Kabel von der LED-Leiste. Können wir ganz einfach hier hinten dran runterführen. Da ist es schon. Also ziemlich einfach. Festigung. Das ist ganz einfach. Ganz einfach angeklipst. Stört auch nicht weiter. Können wir noch ein bisschen kürzen, dass wir keine unnötigen Längen haben. So, hier dann können wir einfach die Stromdiebe dran machen. Einfach zu uns ein bisschen aufpassen, wenn er das verkrimmt, dass das auch richtig geht. Wir haben zwar hier nur keine ganz geringe Ströme mit knapp 200 mA. Aber nichtsdestotrotz immer darauf achten, dass sauber verlegt ist das Ganze. So, können wir es nochmal anschließen. Und dann können wir mal den ersten Test machen. So, dann gucken wir jetzt mal. Wie man sieht, ist das jetzt schon ein gewaltiger Unterschied. Sehr schön. Jetzt nochmal die Lampe einbauen. So. Alles nochmal eingebaut. Passt. Wie man jetzt schon ganz gut sieht, ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was man da vorher hatte. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen.